Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir gehen heute mit euch zusammen ins Mottenhaus und damit öffnen wir die Tür. Ein Brief. Oh, okay. Dear son, I hope this letter finds you well. I'm writing to inform you that I'm leaving far from here on the expedition. Unfortunately, I can't provide a location. I know this may come as a surprise to you, but please understand that this decision was not an easy one. If in a year you do not receive a letter from me, it means that I will not return. I hope that this will not happen, but if it, I still do not get in touch, then I have a request to you. In the attached letter, there is a list with species of moths. Come to my house and catch at last one of each species, and then let them out of the house. But it's better if you free them all. With all my love, your dad. Okay. Press Raum zum Continuen. Mal gucken. Ja, läuft gut. Oh, Streichhölzer, oh, bitte nicht. Echt jetzt? So, nein, auf geht's. Oha, wir sind auf dem Weg unterwegs, Alter. Und tatsächlich, ich gehe von der Taste und der läuft immer nur 3 Meter weiter. Das ist, ist etwas schwammige Steuerung. Ah, krass, das Streichholz sieht natürlich auch zu Ende. Ratten. So, kann ich... Okay, use control to crouch. So, haben wir natürlich nochmal schnell String gedrückt. Super. Ah, so Flugzeug hier. Ja, ich weiß nicht, wie kann man denn Motten so als Hobby haben? Use the mouse wheel to change the item. Ah, okay. Na dann. So, wie ist das mit dem Streichholz? Was ist gleich verbrennt? Hier vorne. Okay, hier von alleine. Können wir hier was fangen? Use tap to open backpack. Oh ja, los. Catch them all. Was ist mit dir da oben? Zack, haben wir. Okay, cool, cool. Na, läuft da wie geschnitten Brot hier. So, bitte. So. Au, oh, okay. Na bitte, da haben wir schon ordentlich was eingefangen hier. Cecrophia-Motte haben wir eine. Tiger-Motte 8. American Dagger-Moth 43 schon. 27. Na bitte, Alter, das läuft ja hier. So, die sollen wir jetzt alle finden, ja? Na gut. Auf geht's. Und danach machen wir uns so schöne Motten so. Wie? Was? Kann ich hier nicht alle wegpflücken? So. Egal. Komm, wir müssen noch ein paar andere finden hier. Streichholz. What? Moth-emitted ultrasound is a way of communication with other moths and detecting their environment. This ultrasound is typically measured in kilohertz, with the average value of around 30 bis 60 kilohertz. The moth produce an ultrasound by vibrating special organs in its body called thimbles. Interestingly, there are devices called bat detectors that can capture these ultrasounds, which can help in monitoring moth population and their behavior. This is because bats, which are natural predators of moths, also use ultrasound to locate their prey. Okay, alles klar. Also wir können quasi hier mit diesem Ultraschallding können wir die jetzt jagen oder finden oder was? Oder zusammentreiben. Kann ich das denn irgendwie... Okay, verschlossen. Dann möchte ich doch mein Netz haben. Sieh, hier wirkt ihr in das Haus meines Vaters? Um Motten zu jagen.
Uiuiui, Jackpot. Oh yeah. Hallo, komm zu Papa. Upsala. So, irgendwo habe ich mal gelesen, also ihr hört, nicht lesen, sondern ihr hört, dass der Entwickler dieser Spiele in seinen Spielen immer eine Gans einbaut. So ähnlich wie Max Horror mit seinen Visitenkarten. Und hier hat er die Gans eingebaut. Oh, schön. Hallo? So. Okay, obere Reihe haben wir alle. Bei der zweiten Reihe brauchen wir die Emerald Mod und die Citronia Mod. Und dann brauchen wir noch den ganzen Rest. Ach du Schande. So, hier sind wir in der Küche. Oh, alles klar, wir haben ein Crowbar. Kein Rezept. What? Können wir jetzt, was sollen wir kochen? Was können wir denn hier kochen? Was? Das ist ja geil. Okay, wir müssen anscheinend noch Rezepte finden zum Kochen. Für was auch immer. Hey. The Lunar Moth is a large, beautiful moth native to North America. It is named after the Roman goddess of the moon. Because its pale green colored crescent-shaped marketing and its wings, the Lunar Moth is known for its short adult lifespan and only about a week, during which it does not eat or have a mouth. Was? Wieder frisst nicht, hat keinen Mund und... Das ist ja heftig. During which it doesn't eat and... Ja, the wingspan of Lunar Moth can reach up to 12 centimeters, making it one of the largest moth in North America. The caterpillars of this species are also quite striking, with bright green bodies and long spinal tails. The Lunar Moth is primarily active at night. Schön für sie. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, was wir jetzt tatsächlich jetzt... Sollen wir da, wo es hoch geht, oder was? Da, wo es runter geht? So, warte mal, von wo sind wir jetzt gekommen? Wir sind von hier gekommen. Gehen wir mal hier hin. Aha, hier haben wir die sogenannte, die Klo-Motte. Das ist auch ein Sand, eine ganz seltene Spezies. Wunderbar. Aber alles so die gleichen hier, ne? Schön. Need a key. Okay. Na dann, Crouchy Bouchy mal hier durch. Oh yeah. Oh, die ist aber schön. Die hole ich mir. Sag mal, wie heißen denn so Leute, die sich so Schmetterlinge und so Insekten auf kleine Nadeln pieken oder mit kleinen Nadeln in so ein Buch kleben? Wie nennt man die? Lieber Chat, helft mir mal kurz, bitte. Ist auch so ein Begriff dafür. Also wir sind noch ganz weit davon entfernt. Pokémon-Trainer. Weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das der Pokémon-Trainer ist. Da wird's heftig. Da wird's ziemlich heftig. Und die Kilohertzzahl ist richtig hochgegangen. Kommen wir nochmal hin. Hier hinten gibt es noch was. Was war das jetzt gerade? Haben wir jetzt ein Rezept gefunden? War das ein Rezept? Was? Kalioopterologe? Kann ich nicht mehr aussprechen.
Was wollen wir uns jetzt hier eine Mottensuppe machen oder was? Was? Okay. Da brauchen wir anscheinend noch ein paar Motten für. Ist gar kein Problem. Holen wir uns. Yummy, yummy. So, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil es hier in der einen Ecke so ein bisschen laut wurde. Jetzt nicht mehr. Aha. So. Oh, oh. Oh, oh! Okay, 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 alles klar. Das hat wohl das... Okay, verstehe. Das hat wohl das, die hohe Herzzahl ausgelöst. Wurden wir jetzt hier... Hat es jetzt seine Brut in uns abgelegt? Na, warte, dafür hol ich mir deine Brut! Daraus machen wir eine Suppe. Du wirst schon sehen, was du davon hast. So, ein schönes Süppchen draus. Wirst du staunen. So, was ist mit euch da hinten? Kommt nicht ran, schade. Ich hoffe, hier sind jetzt auch ein paar schöne, seltene Exemplare bei. So, wunderschön, wunderschön. Ist jetzt auch die Frage, wie oft darf ich mich denn jetzt schnappen lassen? Die Frage ist auch, wie oft will ich mich schnappen lassen? Schön alt eingesackt, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, machen wir mal kurz mal getappt. Na, bei dem unteren sind wir fast alle noch bei Null. Frage ist also, wo kriegt denn Newton her, die richtig seltenen? Einsacken. Catch them all. Tatsächlich habe ich bei mir auch vorher nicht allzu langer Zeit mal so eine ominöse, völlig inhomogene Truppe vor meiner Tür stehen sehen. Also in meiner Straße quasi. In der Straße ohne. Und du hast richtig gesehen, so, da standen so 8, 9 Leute irgendwie so auch nicht unbedingt zusammenstehend, aber schon in einer Gruppe. Ne? Haben wir nicht miteinander gequatscht, so 2, 3 haben miteinander geredet, dann hast du richtig gesehen, alle mit dem Handy draußen, hast du Pokémon. Pokémon Go. Wusste ja nicht, dass es das immer noch gibt, irgendwie. Ist da dieser Hype, der darum war, ey. Das ist ja Wahnsinn gewesen, dass der immer noch aktiv ist. Dass da überhaupt noch Server an sind. So, na dann nehmen wir mal raus hier aus dem Mottenparadies. So, schnuppdibu. Und wir gehen noch nicht mit leeren Händen raus. Der Topf muss hier gefüllt sein. Hopp, zapp. Zopp. Verstehe nicht, was der sich daraus kochen will. Soll Medizin werden oder was? Also. Ich meine, so als. So eine Motte, das ist doch. Die, die haben doch auch so ein komisches. Pulver drauf oder was. Also, das, okay. Guck mal. Schau mal, das war die Tür, die abgeschlossen war. Okay, okay, cool. Ist das schon wieder der Schlimme? So, haben wir jetzt hier noch für den Topf? Not enough. Mann. Schade. Wieserwicht, grüß dich. Hi. Willkommen zum lustigen Mottenkochen hier. Wir sind im Mottenhaus. So, die holen wir uns noch. Und Global kommt. Ja, da kommt er. Wie ist denn das? Ist das jetzt immer im Kreis unterwegs, oder? Nee, ist das nicht.
Wird das jetzt von meinem Streichholz angezogen, vom Licht? Bitte? Ich lass einfach mal aus. Sagt er und macht wieder an. Ah, so konsequent. Also, Faszination Motten verstehe ich nicht. Ja, er ist da hinten irgendwo. Er ist da hinten irgendwo. Kommt er jetzt hier vorher? Kommt, glaube ich, nach vorne. Wird er jetzt angezogen durch meinen Kescher hier fuchtel hier? Das wäre natürlich auch nicht so geil. Der ist doch da. Aber ich bin so greedy, Alter. Hier ist der richtig gute Stuff. Hier sind die richtig leckeren Dinger. Komm, die holen wir uns alle. So, komm her. Noch ein Rezept. Wunderbar. Na, das läuft doch. So, ich bin jetzt hier natürlich in einer schönen Sackgasse, ne? Geil. Und da höre ich ihn. Oh! Ho! Heidei! Oh, er ist hinter mir. Wo bin ich? Mich total verlaufen. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn jetzt hingerannt? Nein! Scheiße! Ich bin auf dem Dachboden? Ach, hör auf! Nein, hier würde ich gar nicht hin. Aber wo schon mal hier hin? Pflück ich erstmal alle. Na ja, mal. Oh, neues Rezept. Oh, schön. Regen. Ist tatsächlich nicht von wo er jetzt kommt. Wahrscheinlich von hinter mir. Eine Bibliothek hier oben, Alter. Ich flipp aus. Schlüssel. Schlüssel gefunden. Aber für was? Mason Hart, the famous moth collector, has won the Nobel Prize. The Nobel Prize in Biology and the discovery of the lingua moth. A new species of moth that can speak human language. Ach, hör doch auf. Das ist doch nicht in Ernst. The lingua moth ability is communicate in English. Na klar, natürlich nur in Englisch, das ist ja logisch irgendwie. Klar, und sonst. Has revolutionized the field of biology and open up new possibilities for communication with other species. Mr. Hart's dedication and passion for moth collecting and research have resulted in this groundbreaking discovery, and his work has been recognized as one of the most significant contributions in biology in recent history. Ganz geiler Typ, muss man sagen, irgendwie eine Motte erfunden, entdeckt, die Englisch spricht. Was willst du denn mehr? Was willst du mehr, Freik? So, schön. Oh shit, oh shit. Das Schlimme ist, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich wieder runterkomme jetzt. Denn ich habe mich verrannt. Das habe ich nun erkannt. Es seid aber ein paar schöne hier oben. Komm mal her, komm mal her. Gibt's eine Map? Natürlich nicht. Natürlich gibt's keine Map. Ich hab ein bisschen Angst, wenn er mich jetzt kriegt, irgendwie kann es sein, dann ist all gone.
So, was haben wir hier noch? Rezept. Mann, Alter, warum finde ich denn hier so viele Rezepte? Wie viele Rezepte kann man denn aus Motten machen? Egal, ich probiere mal erstmal mitzunehmen, was geht, und ich hoffe, dass ich hier rauskomme. Da hinten ist noch wahrscheinlich ein Rezept. Natürlich. Noch ein weiteres Rezept. Oh, da ist sie! Da ist sie! Die Englischmotte! Die Englischmotte ist hinter mir her! Oh, no, 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 no! Ich bin falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Nein! Ah, Mist. Wach ich jetzt wieder auf? Ich weiß nicht, was die da mit mir macht. Okay, okay, cool, cool. Haben wir eigentlich immer noch unsere Motten? Ja, haben wir noch. Und wir haben jetzt auch von jeder eine. Das ist ja geil. Das ist ja cool. So, pflücken wir noch. Und dann würde ich jetzt mal kurz in die Küche gehen. Ja? Gucken wir mal, was wir jetzt schön machen können, Leckert. So. Na dann. Und was ist jetzt ab auf dem Tisch damit? Was sollen wir jetzt damit machen? Sollen wir der großen Motte zum Fressen geben? Ich raff gerade tatsächlich nicht, was er von mir will. Was sollen wir jetzt damit machen? Sollen wir das der großen Motte irgendwie hinstellen? Können wir das überhaupt irgendwo hinstellen? Ich kann das benutzen wie so ein Item, aber was mache ich damit? Ich würde mal versuchen, auf die andere Motte zuzugehen. Ab in den Toaster damit. Boah, pfui, Alter. So, und? Kann man... Ja, mein Top-Suppe hat sie nicht interessiert. Ich dachte, man kann so ein bisschen so... Da hast du! Aber irgendwie, nee, scheinbar nicht. Schade. Aber wir sind... Wir haben unseren Topf noch in der Hand. Können wir einfach gehen? Vielleicht? Ist das vielleicht der Weg, dass wir jetzt einfach uns hier eine Mottensuppe gemacht haben und jetzt einfach gehen können? Probieren wir mal. Das ist aber ein Flur, Alter. Lief? Wir lassen alle frei. Schön, weil es doch so unheimlich gut ist, immer so fremde Arten, Populationen irgendwie in ein anderes Ökosystem zu entlassen. Yay! Ja, ihr Lieben, das war das Mottenhaus. Warum wir jetzt eine Suppe draus machen konnten, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, irgendwie, ich bin auch kein Mottensammler. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal irgendwie eine Dolchmotte nach oben da. Nee, lasst noch mal oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr Motten-Content sehen wollt. Und zur Not sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Tschüss. Sorry, macht's gut, Leute.